Moin zusammen, weiter geht's mit Expeditions Rome und ja, ich habe hier erstmal Fenster zugemacht. Ich glaube, das ist keine wirklich authentische Hintergrundkulisse, wenn ein Bauarbeiter mit einer Flex am Gerüst irgendwie rumrödelt da an der Fassade vom Gebäude gegenüber. Ja, diese diplomatische Mission haben wir beendet in, was war denn das oben, Alexandria. Neue und alte Götter. Ja, wir haben ja hier Löwen befreit. Wieder schönes Gemetzel angerichtet. Ja, das waren die Händler. Okay, so, und jetzt sollen wir hier ein bisschen für Unruhe stiften. Unruhe sorgen. Dieses Fest ist eine Beleidigung für die alten Götter. Unser Volk hat seine Vergangenheit vergessen. Ja, dann ist er an der Zeit, sie daran zu erinnern. Serapis kann nicht der einzige Gott sein. Ptolemäus ist ein Feigling, der vor fremden Göttern das Knie beugt. Kleopatra ist die wahre Königin Ägyptens. Sobeks treue Anhänger werden für die Königin kämpfen und sie stolz machen. Das verkünde ich. Der König des Nils weiß Krieger zu schätzen. Wir werden zuschlagen, wenn die Zeit reif ist. Preiset Serapis, preiset den Vater aller Länder, die das Auge sehen kann und darüber hinaus. Preiset Serapis, den alles Sehenden, ich spucke in Rasblindes Auge. Ich denke, Ägypten hat einen zivilisierten Gott verdient. Nur Tiere verehren auch Tiere. Ich sage, wenn man ein Krokodil fährt, hat man es auch verdient, von einem gefressen zu werden. Und was ist Serapis jetzt Und von was ist Serapis jetzt genau der Gott? Ich meine, wenn man sich ihn genau ansieht, wofür steht er dann? Sobek regiert die Fruchtbarkeit, Ubastis schützt... was macht Serapis? Was machen diese anderen Kultangehörigen hier? Ich dachte, es sollte ein Fest für neue Götter sein. Ist das nicht etwas respektlos? Serapis ist stärker als Apis und Osiris. Er ist der Gott der Fülle. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ich finde immer noch, dass es etwas vage ist. Er wird wohl kaum stärker sein können als Osiris oder Ubaste. Natürlich weiß ich das. Ich denke nur, dass das verschwenderisch klingt. Zeigt Respekt, junger Mann! Man soll die alten Götter nicht im Namen der Neuen beleidigen. Oh, sicher nicht. Ich auch nicht. Er ist derjenige, der euren Gott beleidigt. Heidnischer Abschaum! Unverschämter alter Narr! Euer Talent, Leute wütend zu machen, beeindruckt mich immer wieder. Der Pharao redet Unsinn. Serapis ist ein falscher Gott. Die große Katze ist verärgert. Es ist ein falscher Gott des falschen Pharao. Ich wünsche Kleopatra wäre an der Macht. Sie ist die rechtmäßige Königin von Ägypten. Unsinn, Ubaste wird uns beschützen. Was immer auch geschehen mag, ruft ihren Namen, sodass sie uns hören kann. Das war sie schon immer, weil sie das Volk wahrhaft versteht. Kleopatra steht für Ägypten. Ptolemaios sind nur die Griechen wichtig. Ja! Nieder mit Ptolemaios und seinem dämlichen Gott! Ihr sprecht die Wahrheit, Tochter der Katze. Hey. Redet mit dem Pharao. Ja. Ach so, und die Wachen lassen uns einfach durch, ja? Okay. Ihr habt wirklich keinerlei Scham. Nach allem, was ihr in Alexandria getan habt, fürchtet ihr da nicht meinen Zorn? Ihr seid nicht dumm genug, um mich auf eurem eigenen Fest anzugreifen. Ich habe keine Angst und ganz sicher nicht vor euch. Mut ist den Göttlichen vorbehalten. Ihr seid ein Fremder auf einem Fest, das meinem Volk gewidmet ist. Ihr seid der wahre fremde Pharao. Das Volk hat genug von euch. Dies ist ein Fest für einen fremden Gott. Ihr habt das Volk von Ägypten beleidigt. Serapis beschützt ganz Ägypten. Er ist nicht fremd. Er ist ein Eroberer, genau wie ihr. Nein! Was habt ihr getan, Römer? Genießt euren Aufstand, Ptolemäus. Wale, wir sehen uns bald wieder in Alexandria. Ich habe gar nichts getan, das habt ihr alles selbst herbeigeführt. Unwürdiger Narr! Bald werdet ihr meinen grauenvollen Zorn am eigenen Leib zu spüren bekommen. Oh, sehr schön. Vorbereitung.
Sind das auch Gegner? Rekrut, Milizionär? Ich wäre so gern Milizionär. Du gehst nach... Nee, warte mal. Ich habe doch hier... diesen Rundumschlag, ne? Oder? Ach, egal. Warte mal hier. Du gehst... Bestie geht nach vorn. Du gehst dahinter. Kriegst du die beiden mit kaputt. Du gehst dahin. Und ich bilde mal die Nachhut, falls von unten hier einer hochkommt. Ich bringe Ptolemaios Truppen auf 6, um sie zur Aufgabe zu nehmen. Noch 16 am Leben. Reihe darf nicht sterben. Ich würde sagen, Julia macht gleich hier diese Überwachen-Dings da hier unten runter. Ach, guck mal, greift die Wachen des Pharao an. Auch nicht schlecht. Sie sind alle wahnsinnig geworden. Petralas, ja. Die Römer haben angefangen. Ich habe es gesehen. Ey. Wieder gegnerischer Zug. Natürlich nicht gut. Ah, Mist. Aktion wiederhergestellt. Oh. Oh ja. Lasst euch nicht von ihnen herauslocken. Julia wird von oben Deckung geben. Für Montura. Auf geht's. Gut, erstmal. Inkorn, Schild, Vorstoß. Schubst einen nach hinten, ne? Cool, aber guck mal, wir rücken vor damit, ne? Auch nicht schlecht. Es. Was machen hier standhafte Blockade? Du könntest noch mal ausweichen, das ist eigentlich auch immer ganz nice. So, du kannst nichts weiter machen. So, er könnte hier taktisches Vorrücken dann entsprechend irgendwie hoch und mit reinkloppen. Ne? Ich könnte natürlich auch hier eine Brandbombe irgendwie hinschmeißen. Ja, und? Ach Mist. Der hat schon Angst. Gehst dahin und du kannst dann von hier aus noch den mit kaputt hauen. Schwerer Schlag, reicht schon. Synoros hat auch schon. Unterbrechen. Schwerer Schuss, unterbrechen.
Anubis und dafür werde ich euch auspeitschen lassen, wenn ihr meine Seele wiegt. Das Blatt wendet sich. Oh, Anubis und Mars. Seid gerecht, wenn ihr meine Seele wiegt. Streiftreffer. Es ist außer Kontrolle. Die Römer haben angefangen. Ich habe es gesehen. Es ist außer Kontrolle. Sie sind alle wahnsinnig geworden. Aber cooler Kampf, muss ich sagen. Da ist der Feind. Halten wir ihn gemeinsam auf. Glaubt mir, wir sind bestens darauf vorbereitet, sie hier zu bekämpfen. Mal. Deckungsfeuer. Nichts gebracht. Wie kann sie das denn machen? Unterbrechen. Da läuft man ein Stück nach vorne. Mal gucken, der kriegt wahrscheinlich auch direkt ein. Rüstung zerfetzen. Oh, Synoros. Ah, er lebt noch. Blöde Sau. So, eins, zwei, nee. Der müsste erst weg. Eingeschüchtert. Ist auch eingeschüchtert und flankiert jetzt sogar. Zwei, fünf, ne? Geschlagen. Doll. So, dann ab nach unten. Rein ins Getümmel, ja. Yep. Hilfe! So halte sie doch jemand auf! Sie sind alle wahnsinnig geworden! Ach, das war's schon. Schade. Gerade ist warm geworden. Ihr habt heute etwas Gutes getan, Legate. Ihr habt dem Volk von Ägypten einen großen Dienst erwiesen.
An eine solch großherzige Tat wird man sich erinnern. Okay, ja, wunderbar. Mit Dankbarkeit gewinnt man keine Kriege. Ich erwarte, dass das Volk für mich kämpft. Das war nichts dergleichen. Großherzigkeit zwingt Menschen nicht dazu, Blut zu vergießen. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht geglaubt, dass es funktionieren würde. Ich ging davon aus, dass Menschen immer einen Grund suchen, sich zu bekämpfen. Ich habe sie vor der Invasion eines fremden Gottes gerettet. Da hatte ich schon etwas mehr erwartet als bloße Dankbarkeit. Ein fähiger Kommandant weiß, was er von seinen Truppen erwarten kann. Diese Leute haben gerade bewiesen, dass sie bereit sind, in den Kampf zu ziehen. Wenn nicht für euch, dann für ihre Königin. Heute hab ich ihre Götter gerettet, Ceso. Wenn das nicht als himmlische Aufgabe durchgeht, weiß ich auch nicht. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ich hoffe, ihr habt recht. Ja, ja. Ich bin kein Experte, was Götter angeht, Legate. Aber wir haben einen Bund mit einer Göttin. Das könnte sich noch als anregendes Gesprächsthema für Feiern herausstellen. Legate, bevor ihr geht, ich habe eine Bitte. Natürlich, Raya. Sag mir, was ihr braucht. Ich möchte euch begleiten. Oh, gut. Ich wollte schon immer eine Schmusekatze. Ich habe so lange in Memphis gelebt. Und es gefällt mir hier, versteht mich nicht falsch. Aber es ist so langweilig. Katzen sollten frei herumstreifen dürfen und nicht den ganzen Tag in einem Tempel eingesperrt sein. Ihr dürft euch gern jederzeit in meinem Lager aufhalten, Raya. Ja, gerne. Juhu! Hab Dank! Ich gehe schnell und packe meine Sachen. Wir sehen uns im Lager. Lilium. Okay, wir sprechen ihn da. Ja, das war's mit göttliche, neue und alte Götter und so. Ah, guck mal, hier ist auch wieder so ein Phylogen-Bug. Bis 10. 11. Bin ja mal gespannt. Aber ich glaube, es bleibt beim Maximum von 6. Leider. Spritzerstein, gewöhnlicher Wein. Ja, cool. Guck mal. Für die Moral meiner Leute. Was für Bauernwerkzeuge. Ne? Küchenmesser, ein Arbeitshammer, eine Heugabel oder sowas. Aber mutig sind sie ja. Trotzdem tot. Gut, dann mal raus hier, würde ich sagen. Okay, besprecht den Angriff auf Alexandria in eurem Zelt der Legio Victrix. Oh, freie Punkte, warte mal. Deneira ist ein Level hoch, ja schön. Warte mal, er hatte ganz links und geht so ein bisschen auf den rechten, ne? Gibt Stärke auf sich selbst, Schildwall, Schutzengel, rasender Stier, Rächer. Erschrecken, Moral. Reparieren. Wird notdürftiger Schild. Plus 10 auf alle Widerstände, plus 10 auf den maximalen Widerstand. Jo. Bastion. So, was hast du? Duell? Ja, nimm den mal ruhig mit. So, die beiden kann ich nicht und die neue kann ich auch noch nicht. So, und im Lager. Obwohl, was soll ich ehrlich gesagt mit Schaufeln und Hammern, ne? Ah. Bessere Rüstung. Ah, ich würde sagen, der Bogen kann auf jeden Fall weg. Schildstärke 5 weiß ich auch, bin ich deutlich drüber. Schwerter auch. Bildstärke 4, aber hier 8 bis 10, 8 bis 11, 6 bis 7 kann weg, bis 10, 9 bis 12 ein Speer. Okay. Bis 11, 9 bis 11. So, 8 bis 10, 8 bis 10. So, den Rest gucken wir uns. Das ist der Fluch von Ptah. Ich sag es doch. Ein Bruderkrieg. Wofür?
Römer und Griechen? Unfug. Ptah wird uns nicht dafür verfluchen, gegen Serapis zu kämpfen. Aber er wird uns dafür verfluchen, dass wir gegeneinander kämpfen. Das kann sein. Quatschen Sie noch mal an. Mal gucken, vielleicht gibt es auch noch ein Dankeschön von ihr. Römer, der Ärger, den ihr losgetreten habt, ist außer Kontrolle geraten. Ihr müsst den Schaden, den ihr angerichtet habt, wieder in Ordnung bringen. Ich weiß, ein paar Leute sind gestorben. Was soll ich deswegen jetzt tun? Ich kann sie nicht zurückbringen. Natürlich nicht. Ihr befehligt mächtige Legionen, aber das Reich der Toten ist außerhalb eurer Reichweite. Ja, was willst du denn da? Aber ich habe auch nicht über Menschen geredet, sondern über den immensen Lärm. Unsere Katzen sind verschwunden. Der Aufruhr hat ihre Ruhe gestört und jetzt können wir sie nicht wiederfinden. Okay, ein paar Haustiere verschwinden immer direkt mit Desaster draus. Haustiere? Wie ignorant. Dies ist ein Tempel der Katzengöttin. Diese Katzen sind ihre treuen und göttlichen Untergebenen. Sie sind die wahren Besitzer dieses Tempels. Das Rudel der Göttin ist ein Ausdruck ihres Willens. Unser Lebenszweck ist es, ihnen zu dienen. Aber ohne die Katzen gibt es auch keinen Tempel. Ja, so ähnlich wie hier bei mir. Wir haben auch zwei Katzen, die denken auch, die wären hier im göttlichen Tempel. Wie viele Katzen sind weggelaufen? Viele. Und wir haben die meisten bereits wiedergefunden. Aber 6 der Katzen werden noch vermisst. Sie jagen wohl Geister durch Memphis. Okay, sie haben Geister? Das ist ihre Aufgabe. Katzen bewachen das Tor der Geister. Ihr habt in letzter Zeit Massen von Geistern freigesetzt. Also sind die Wächter in Eile, die Tore zu verschließen. Für Katzen ist die Welt nur eine flüchtige Erscheinung. Bald werden sie unseren Tempel vergessen. Und dann werden wir nicht mehr existieren. Ihr müsst sie zurück in ihr Zuhause bringen. Wie soll ich sie denn rufen? Ruft sachte ihre Namen, wenn ihr sie kennt. Okay, wenn ich ihre Namen nicht kenne? Dann geht vorsichtig auf sie zu und sie werden eure Absichten erkennen. Das klingt doch eigentlich ganz einfach. Wo finde ich die Katzen? Sie könnten sich überall in Memphis aufhalten. Katzen haben eine Neigung dazu, an den von Menschen am wenigsten erwarteten Orten zu erscheinen. Also sucht sorgfältig und gründlich. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Sie werden Memphis nicht verlassen haben. Ihr Zuhause ist hier, bei uns. Gut, das ist gut. Ich werde mit einer frischen Sammlung Katzen zurückkommen. Mögen eure Götter des Glücks mit euch sein. Ihr werdet die Hilfe brauchen. Katzenhüten. Oh, da liegt doch einer. Aber die ist schon im Tempel. Ihr findet die 6 vermissten Katzen in Memphis. Ach, du Güte, ernsthaft? Ah, hier, da haben wir schon eine. Warte mal, 3 habe ich doch schon, ne? Die kann ich dir da nicht einfach unterschummeln. So, dann haben wir noch 5. Sind auch hier irgendwo oben auf irgendeinem Dach oder so. Ich glaube, ich suche erst einmal außen ab, ne, oder? Da ist noch eine. Bei 3, da ist noch eine. Ah, jetzt die Löwenquest wäre auch witzig gewesen. Hi. Mal schon mal weiter gucken. Jugend beim Tempel bestimmt, genau. Das ist die 4. Gesammelt. Ja, und das stellt euch mal vor, ohne dieses Hervorheben, ne? Viel Spaß. Ja, die hängen da hinten irgendwie gerade fest.
Hier haben wir jetzt, glaube ich. Da sehe ich noch eine. Da ist noch eine, okay. Hier, und da müsste jetzt die fünfte sein. Er rannte direkt an mir vorbei. Ich dachte, ich würde sterben. Wir hatten Glück, dass sie nahe des Ufers entkommen konnten. Ich mag gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn sie zum Tempel gelaufen wären. Auch alle Jäger wurden getötet. Das wird ein langweiliges Fest ohne die Unterhaltung der Arena. Fünf und sechs. So, mal gucken, gibt es vielleicht noch eine siebte oder so? Nö. Alle Katzen gefunden, sollte zu Tena zurückkehren. Tena Lady. Besucht meinen Stand und schaut, was ich anzubieten habe. Ich verkaufe euch gefährliche Sachen und gebe euch sorgfältige Anleitungen, wie man sie benutzt. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht noch mal quatschen. Oh, Katzenhüten. Die noch abgeben und dann ist Ruhe hier. Wir hätten Serapis nie anbeten dürfen. Es ist alles unsere Schuld. Ist es nicht. Die alten Götter haben uns verlassen. Haben sie nicht. Wann habt ihr Osiris das letzte Mal gesehen? Wann habt ihr Serapis zum letzten Mal gesehen? Ja, dieser Übergang von diesen alten Göttern, ne, hier mit Horus und wie sie alle hießen da bei den Ägyptern, so in die moderne Welt. Ich weiß gar nicht, wie es bei denen aussieht. Ob die da immer noch dran glauben oder ob das irgendwie durch ein Christentum oder durch Muslime abgelöst wurde. Dank eurer Anstrengung konnte die Katastrophe abgewendet werden. Der Geist des Rudels ist wieder vollständig. Oder Buddhismus, ich weiß gar nicht, was da so vorherrschend ist. Oder ob die halt da noch eine andere Religion haben, eine modernere, die ich gar nicht kenne oder so. Es war eine erfüllende Aufgabe. Dies war eine Aufgabe, die ich nicht gebraucht hätte. Es war meine Anforderung, da ich den Aufstand... Ja, sind wir mal nett hier. Viele würden sich vor Verantwortung drücken. Ich bin froh, jemanden getroffen zu haben, der dies nicht tut. Braucht ihr derzeit etwas, wo die Aufgabe abgeschlossen ist? Raya wirkt sehr engagiert. Das ist sie. Sie kam als kleines Mädchen zu uns. Sie ist von einer furchtbaren Tragödie zur Waise gemacht worden, über die sie nie reden konnte und nach der sie Wochen in der Wüste umhergeirrt ist. Dann tauchte sie einfach eines Tages auf unserer Schwelle auf und hat sich einfach hier einen Platz gesucht. Sie sagt, sie wäre den Katzen zu uns gefolgt. Das klingt nach absolut passendem Katzenverhalten. Nicht wahr? Ich wusste sofort, dass sie zu uns gehört. Okay, sind alle in eurer Priesterschaft weiblich? Natürlich. Katzen und Frauen teilen eine besondere Verbindung. Nur Frauen sind dazu vorgesehen, der Göttin zu dienen. Okay, gibt es noch viele Menschen in Memphis, die Ubaste anbieten? Es werden jedes Jahr weniger. Es ist lange her, dass wir ein angemessenes Fest zu ihren Ehren feiern konnten. Aber es gibt immer noch jene, die den alten Göttern Tribut zollen. Genug, dass wir den Tempel für sie schön halten können. Ich werde mich mal auf den Weg machen. Und ich bin hier irgendwie alleine, ne? Wo sind denn die anderen fünf? Irgendwo hängen meine Leute fest. Da. So, dann ab zurück ins Feldlager und dann müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht.
So, ist ja zum Glück nicht... Ach, guck mal, da oben muss ich hoch. Nicht allzu weit. Regio Victrix kann sich das gleich mal schnappen. Ach Mist, ich Idiot, muss auch loslaufen, ne? So, ja, und die letzte Gäberei hier, ne? Neutral. Übernahme einer Gäberei erlaubt es euch bestimmte Legionsverbesserungen. Schade eigentlich. Schade, schade. Hätte ich gebraucht gerne für mein Lager. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier in Seis. Viel Spaß für den, bis gleich. Und ciao.